Hast du schon gehört? Rapper Kollega soll an einem tödlichen Virus erkrankt sein. Es soll sich um einen tödlichen Virus handeln. So heißt es. Kollega hatte bekannt gegeben, seine Rap-Karriere endgültig an den Nagel zu hängen. Einen Grund für das Karriereende gab Kollega nicht bekannt. Doch Rapper Bösemann will jetzt den wahren Grund rausgefunden haben. Tatsächlich heißt es, dass der wahre Grund in einer Krankenakte sozusagen stehen soll. Um welche Krankheit es da genau geht, ist zu spekulieren. Es soll sich um einen tödlichen Virus handeln. So heißt es. Kollega selbst hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert. Und auch Bösemann scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob die Story der Wahrheit entspricht. Sollte es nicht so sein, sollte es sich um eine heilbare Krankheit handeln, wünschen wir, oder ich wünsche dem Kollegen natürlich, also gute Besserung auf jeden Fall, dass die Krankheit auf jeden Fall überwunden wird, sagen wir es mal so. Was glaubst du, ist an der Story von Bösemann dran? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.